Vertreter ist Carsten Schneider. Oh, Entschuldigung. Darf ich? Entschuldigung. Entschuldigung, das Wort zu einer Kurzintervention hat jetzt die Kollegin Dr. Sitte. Peter? Ich dachte, ich mache die Kurzintervention. Willst du? Ja. Frau Präsidentin, ich möchte schon etwas sagen, weil ich glaube, dass die Rüge in Bezug auf die Äußerungen des Bundespräsidenten völlig fehl am Platze sind. Der Bundespräsident hat sich auf der Sicherheitskonferenz vor Verteidigungsministern und Generälen geäußert und er hat gesagt, dass wir uns den Gefahren nicht genügend stellen. Die Kernfrage lautet doch, jetzt zitiere ich ihn wörtlich, hat Deutschland die neuen Gefahren und die Veränderungen im Füge der internationalen Ordnung schon angemessen wahrgenommen? Und er meint, dass wir, und das sagt er, lauter Generälen und Verteidigungsministern mehr Verantwortung übernehmen müssen. Damit meint er selbstverständlich auch militärische Verantwortung. Denn er geht die ganze Zeit auf Kriege und auf Sicherheitsfragen ein. Das ist eine zulässige Interpretation, die auch von fast allen Medien vorgenommen wurde. Und den Zusammenhang, den Sie mit Nazis herstellen von Politikern, der ist völlig indiskutabel, Herr Oppermann. Ich muss Ihnen sagen, völlig indiskutabel. Und das Zweite ist, dass sich dieses Mitglied falsch ausgedrückt hat, hat die eigene Fraktion in Brandenburg schon klar erklärt. Ja, das ist nicht unsere Ausdrucksweise und das ist Herr Gauck auch nicht. Das weise ich genauso zurück. Aber mir dafür die Verantwortung zu geben, Herr Kauder, ist auch völlig albern. Das hat er schon gesagt, bevor ich hier gesprochen habe. Nein, die Auseinandersetzung mit Äußerungen, die in die Richtung gehen, dass wir militärisch die Probleme der Menschheit lösen können, muss stattfinden. Und ich bin froh, dass die Linke sie führt. Es kann schon sein, dass eine oder andere bei uns da mal über das Ziel hinausschießt. Aber das ist in der SPD nicht anders. Das ist bei der Union nicht anders. Soll ich Ihnen mal Äußerungen von Mitgliedern Ihrer Partei auch zu Fragen von Rassismus etc. aufhalten? Niemals habe ich Sie persönlich dafür verantwortlich gemacht. Und das muss hier auch aufhören. Keine Partei kann für Äußerungen jedes einzelnen Mitglieds die Haftung übernehmen. Das ist absurd. Dafür haben wir zu viele Mitglieder. Das will ich auch mal gleich sagen. Und das geht Ihnen nicht anders. Und deshalb bitte ich, bei der Sachlichkeit zu bleiben. Ich werde niemals den Bundespräsidenten beleidigen. Aber rügen darf ich schon, dass auch er verteidigungspolitisch sieht, was wir zivilrechtlich unbedingt lösen müssen in diesen Menschheitsfragen. Und davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich sage es noch einmal. Keiner der Kriege der letzten Jahre hat irgendeinen Fortschritt gebracht. Ganz im Gegenteil. Lassen Sie uns doch endlich mal anders denken. Nicht rüstungspolitisch, sondern friedenspolitisch. Es wird höchste Zeit. Vielen Dank. Herr Kollege Kauder, möchten Sie erwidern? Nein. Dann hat jetzt das Wort der Kollege Schneider für die SPD.